MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening. Und mal wieder ist mein Gast der alte Vettel. Ja, hallo, hier ist André, alias Vettel. Ja, und ja, ich hoffe, euch wird's gefallen hier, dieses Dual-Pack-Opening mit Live-Reaction und voll mit Mega-Pack-Luck. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, bei uns beiden natürlich, schaut es auf jeden Fall bei mir und bei dem Nils Endre. Ja, richtig. Das passt, hast du vollkommen recht. Ja, und falls ihr Coins braucht oder Game-Keys, Game-Cards, schaut mal in die Videobeschreibung, wir haben da jeweils einen Link zu MMOGA und da könnt ihr euch gerne was holen und vielleicht auch uns unterstützen. Das wäre natürlich total prima. Natürlich und, ein Traum, ne? Ja, was ist heute unser großes Ziel? Oder was ist so, was haben wir so im Plan, in Aussicht heute? Es gibt ja, also heute ist ja Mittwoch, der 28.05. und da gab es ja jetzt wieder die Team of the Season, diesmal von EA Sports persönlich, also ihre eigene Auswahl und die neue Team der Week, Team of the Week, also Team der Woche, ne? Genau. Und beim Team of the Season von EA Sports weiß ich jetzt nicht, wer da alles drin ist, aber du hast ja, glaube ich, ein Bild. Ja, ich habe hier nebenbei das Bild offen und da kann man so sagen, da sind mit die besten Spieler aller Team of the Seasons dabei. Mich wundert es halt, dass sie eben nicht Bale drin haben. Ja, das ist komisch. Aber ich kann euch mal kurz sagen, wen wir da drin haben. Es ist Suarez dabei, Ibrahimovic, ja klar. Alter. Dann auf dem, das war so, sind sozusagen die beiden Stürmer mit Messi dazu. Ja, ja. Als hängende Spitze oder falsche 9 oder wie sie das nennt. Ja. Auf den Außen Ronaldo und Robben. Das ist heftig. Witzigerweise im ZDM Reus, ne? Marco Reus und Yaya Touré, aber halt Reus als LM. Also eigentlich teilt er sich mit Ronaldo den Platz. Dann kommen wir mal zu der Verteidigung. Da ist ja dein Lieblingsspieler dabei. Philippe Luis. Ja, da habe ich ein Trauma von, meine Freunde. Den du leider abgestoßen hast. Chiellini, Benatia und Courtois im Tor. Und ja, da haben wir hier noch so auf der Ersatzbank Leno, Godin, Toprak, Rodriguez, Pogba, Lewandowski, Diego Costa, Ramsey, Aurier, Barca oder Barca, wie auch immer er heißt, Immobile und Sturridge. Das ist sozusagen das Team von EA Sports. Und das ist für 3 Tage da, wenn ich nicht komplett mich verzählt habe. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also vom 28. bis zum 30. jeweils ab 6 bis 6 Uhr. Und da gibt es jetzt solche Megapacks, nämlich die 35k-Packs. Und die wollen wir uns jetzt mal direkt anschauen, ne? Ja, richtig. Ganz kurze Frage, weißt du, ob die besser gemacht wurden, die Spieler? Nee, das sind genau dieselben Spieler. Ach so, genau dieselben ist der Stumpf. Also Reus hat eine 92 auch schon davor gehabt, ne? Oder wie war der? Nee, eine 90 hat er. 90, stimmt, habe ich mich verguckt. Also sie sind genau gleiche Stärke, bloß genau. Sind jetzt nochmal... Das heißt, man kann einfach nochmal die besten Spieler ziehen. Okay, außer gut. Bale. Gut. Sehr gut. Ja, und dann ziehen wir noch jetzt mal die 35k-Packs. Ja, ich würde sagen, das erste 35k-Pack sagst du an, ich mach dazu Nose-Pack, ja? Ja, mach das, mach das. Damit wir unsere Glückssträhne weiter ausbauen können. Genau, und du sagst jetzt einfach nur noch 3, 2, 1 und dann drücke ich auf, dann drückst, mit der Nase aufs X. Dann drückst du den Buzzer. Okay, in 3, 2, 1 und los! Wuhu! Okay, gewinne, gewinne, gewinne! Hier gibt's auf jeden Fall gemischtes Futter. Ey, komm, bitte, 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 bitte. Und? Oh. Jawoll! Juhu! Nein, Sacke, das gibt's doch nicht. Was hast du bekommen? Oh! Ein Duplikat! Nein, Duplikat Messi? Ja, klar, dreimal. Hab ich schon dreimal abgestoßen. Nein, Pogba! Was? Jawoll! Pogba hab ich schon zum zweiten Mal gezogen. Juhu! YOLO! Nein, Sack, ich hab Juan Mata bekommen. Und groß, ey. Hast du genau auf 0 gedrückt? Oder hast du eine Sekunde vorher gedrückt oder so? Ich hab, hast du mich verarscht, eins damit du schnell... und Nase rauf. Ja, dann hast du bestimmt ein bisschen später und ich war zu früh und dann... Ja. Oh, wie gut. Direkt abstoßen. Nee, auf die Transferliste. Ja, Pogba habe ich beim letzten Mal ja nicht live gezogen, sondern so nebenbei in der Web-App. Einfach mal so nebenbei so. Ja. So, wen habe ich noch hier? Drucic. Der war doch mal... War der nicht irgendwann mal auch in der Bundesliga? Der kommt mit, der hat, glaube ich. Bei Benfica müsste er jetzt hier sein, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, Benfica. SL Benfica. Lissabon. Ja. Dann Envia. Fernandinho, auch eigentlich nicht schlecht. Hummels. Ja. Komm mit ihm, ist nicht so teuer, aber ja. Julio Baptista. Jefferson.
Domizi, oder wie er heißt, so ein IV-80er. Ah, oh, ich habe ein Trikot von Karlsruhe, nehmen wir direkt mal in den Verein. Alter, was, ja. Hast auch so geile Sachen gezogen wie ich? Ich hab die ganze Scheiße schon wieder weggeballert, weil ich so frustriert war. Läuft bei dir. Und ich hab hier einen Torwart, einen silbernen, nehme ich auch mal mit. Hier, mal eine ganz stumpfe Frage, ne? Juan Mata spielt jetzt am Menu. Ich hab die aber jetzt Chelsea-Karte, ne? Ist trotzdem Duplikat, ne? Ja. Oder? War das richtig? Oder war das kein Duplikat? Weiß ich nicht. Zählt das als Duplikat? Eigentlich ist er ein Duplikat, nur halt an anderer Verein. Ja. Okay, gut, ja. Leider. Sonst könntest du ihn ja zweimal im Team haben, ne? Hoppa, Mann, der ist doch mega krass. Ja, dann könntest du ihn zweimal haben, ja. Aber, stimmt. Außer es würde da irgendwie gesagt, du hast schon eine andere Version des Spielers. Also man kann ihn eventuell zweimal haben, aber ich glaube, bei denen, wo sich der Verein ändert, ist das nicht möglich. Aber bei den Informs zum Beispiel, da ist das möglich. Okay, gut. Dass man davon mehrere hat. Worauf ich auch mega heiß bin, ist ja das mit hier morgen World Cup, ne? Wenn er da hier... Ja, morgen, 29. Da kommt ja ganz neue Versionen der Spieler. Also eigentlich, also die sind halt ein bisschen anders, aber... Ja. Ja, da bin ich schon richtig heiß drauf, wenn das kommt. Mal gucken. Ja, morgen, ne? Da will ich auch ein bisschen was machen. So, sollen wir das nächste Pack aufmachen? Natürlich, sagst du mal an, ey. Okay, ich mach wieder Nose Pack, ist ja klar. Ja. Ey, du kriegst jetzt noch was Geiles, ne? Dann raste ich aus, ey. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1 und Booyah! Gewinne, jetzt muss hier alles raus. Nee, ey, komm, ey, das wär's, ey, komm. Ja, komm, wuhu, zeig's mir! Nee, nein, das gibt's doch nicht, das ist auch ein Bug. Das gibt's doch nicht, willst du mich verarschen? Ich hab Griezmann gezogen, 87er. Wer ist das denn? Griezmann hier, der von Real Sociedad. Sag mir überhaupt nichts, kein Bild vor Augen. Ey, ohne Witz, geh mal bitte, das ist doch ein Fehler, oder? Geh mal bitte auf das Bild nochmal, guck mal, ob da Griezmann dabei ist. Du hast dir nicht gesagt, dass er da dabei ist. Bei was? Wo? Bei hier Team of the Season, wie heißt es denn? Ja, das Neueste. Nee. Da sehe ich... Ey, ich habe einen blauen Griezmann. Der hat 87, 90 Tempo, 91 Dribbling. Ach, Griezmann, ja. Ach, warte mal, da gucke ich nochmal. Hä, der ist nicht dabei? Den habe ich gezogen. Ja, es ist irgendwie... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte eigentlich nur, dass dieses Tots da drin ist. Ja, das würde ja Sinn machen, ne? Also das halt... Also ah, nee, Pogba ist auch im Team of the Season dabei. Aber ich gucke nochmal nach. Cut, ich höre dich ganz schlecht, ich höre nur... Gut, jetzt hörst du mich, was ist denn da los mit meinem... Ja, jetzt höre ich dich wieder, alles super. Alter, cut. Oh. Ja, ich habe hier so abgespackt dazu, zu den... Hab ich so... Scheiße, ey, da muss... Oh ja, ganz kurz die Aufnahme ist beenden, oder? Hey, was, wieso habe ich den Griezmann gezogen? Ja, einfach so. Wie dumm ist das denn? Na gut, da ist dann bei dem André die Aufnahme gecrashed. Dann sage ich erstmal an der Stelle Tschüssikowski und hoffentlich funktioniert es in der nächsten Aufnahme, wa? Jo, hoffe ich mal. Super, dann lasst gerne den Daumen nach oben da und wir sehen uns dann natürlich nicht bei dem André, sondern nur bei uns. Bei dir im Wohnzimmer, also bis dann. Ja, richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.